an in der Türkei etabliert, in allen Bereichen. Die gesamten Strukturen werden umgebaut und gerade der Umbau ist, es war auf der einen Seite verlassen, Tausende von Akademikerinnen, von Intellektuellen, von Wissenschaftlern versuchen unter den Repressionen das Land zu verlassen und es kann nicht sein, dass gerade in dieser Situation jetzt auch das Modell der Zwangsverwaltung in den gesamten universitären Systemen etabliert werden soll. Deswegen ist wichtig, dass die Proteste weiterhin Unterstützung bekommen. In den letzten Jahren wurde dieses System der Zwangsverwaltung an über 30 Universitäten umgesetzt und das muss endlich beendet werden. Universitäten sind demokratisch, sind Orte der Wissenschaft und diese Orte dürfen wir nicht dem AKP-Geist überlassen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Repressionen nehmen sowohl gegenüber den Studierenden, gegenüber den Akademikerinnen, gegenüber den Gewerkschafterinnen, gegenüber den HDP-Lern immer weiter zu. Aber auch die Repressionen und die Morde gegenüber Frauen hat sich in den letzten Jahren unter dem AKP-Regime verdoppelt oder verdreifacht. Tagtäglich sehen wir und lesen wir dieses von den Feminiziden in der Türkei. Aber auch die Repressionen gegen die LGBTQ-Community werden fortgeführt. Wir als Linke sind solidarisch, fordern die Freilassung der inhaftierten Studierenden und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Vor allem fordern wir aber auch von der Bundesregierung und von der Europäischen Union endlich auch mal Druck auf die Türkei auszuüben. Alles, was die Türkei in den letzten Jahren gemacht hat, die völkerrechtswidrigen Kriege, aber auch die Repression nach innen gegen die oppositionellen Kräfte, hatte keinerlei Konsequenzen. Und das ist unser Appell an die Bundesregierung, an Frau Merkel und an die Europäische Union. Es muss Schluss sein mit der Zusammenarbeit mit dem Erdogan-Regime. Es muss auch Schluss sein, weiterhin Waffen in die Türkei zu exportieren. Mit autoritären Regimen werden keine Geschäfte geschlossen. Hoch die internationale Solidarität. Vielen Dank. Abstand! Demiş ki, istiyorlar ki onların diplomasi yok diye kimsenin olmasın. Olacak. İstiyor. Kimse onları sevmediyse kimse birbirini sevmesin. Biz gene de seveceğiz. Ve bu ülkeyi dediğim gibi o karanlığın elinden alacağız. Demiş ki, bunlar yakında benim istifamı da ister. İstiyoruz değil mi? Bunlar son çırpınışlar arkadaşlar. Buradaki gösterdiğimiz bu dayanışma dilerim bütün Türkiye'ye duyulur. Ve bu dayanışma bizi o karanlığın aydınlık yüzüne taşıyacak. Bu dayanışma Boğaziçi'nde bundan sonra kayyum rektör olmayacağını, hiçbir yerde kayyum olmayacağını, bundan sonra Türkiye'nin demokrasiyle yöneteceğini onlara gösterir. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Daha iyi günlerde, büyük kutlamada birlikte olalım. Hoşçakalın.